Ein Spezialfahrzeug für Straßenmarkierung ging am Dienstagvormittag bei Alpshausen gegen 8.30 Uhr plötzlich in Flammen auf. Auf der Ladefläche befanden sich mehrere Gasflaschen und diverse Gefahrstoffe. Die beiden Insassen des Fahrzeuges bemerkten den Brand und hielten das Fahrzeug an. Kurz darauf griffen die Flammen auch auf die Ladefläche über. Als die Feuerwehr Cuxhagen und die Feuerwehr Wollrode an der Einsatzstelle eintrafen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Ja, der LKW stand bei Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand. Durch die Fahrer des LKWs wurde der Feuerwehr sofort unterrichtet, dass dort mehrere Gasflaschen auf dem LKW sich befinden. Eine Gasflasche blies bereits ab, die anderen Gasflaschen wurden durch die Feuerwehr gekühlt. Eine der Gasflaschen verlor bereits seinen Inhalt. Ob sich unter den Chemikalien auch wassergefährdende Stoffe befanden, war nicht klar. Deshalb wurde auch die untere Wasserbehörde zur Einsatzstelle bestellt. Um die genaue Brandursache zu ermitteln, wurde die Kripo Homberg eingeschaltet. Insgesamt waren an der Einsatzstelle 20 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Kreisstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 60.000 Euro geschätzt.